Hallo zusammen, Thomas hier von der RAW Akademie. Wenn ihr in Lightroom noch nie die Funktion automatisch entwickeln verwendet habt, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben, denn damit könnt ihr eure Bilder fast perfekt entwickeln und müsst selber fast nichts mehr tun. Und wenn ihr insbesondere die Cloud-Variante habt, also die Lightroom Desktop Classic Version, dann solltet ihr doppelt dranbleiben, denn gerade an dieser Stelle bei der automatischen Bildentwicklung hat Adobe eine ganze Menge getan, und zwar ganz aktuell in der Version vom 12. Dezember. Und ich zeige euch an zwei ganz unterschiedlichen Aufnahmen, was da für Ergebnisse entstehen und wie ihr das optimal für euch nutzen könnt. Wenn ihr in Lightroom bisher immer nur eure Bildentwicklung anhand der ganzen Regler gemacht habt, die Lightroom natürlich hier zahlreich anbietet, beginnend hier bei den Grundeinstellungen, möchte ich euch heute einfach mal dazu anregen, es mal mit der automatischen Entwicklung von Lightroom zu probieren. Und die findet sich ebenfalls hier in den Grundeinstellungen, hier im Entwickelmodul. Und die befindet sich hier. Ich weiß nicht, ob ihr die schon jemals benutzt habt. Ich muss gestehen, ich habe die in der Vergangenheit auch nicht unbedingt viel benutzt. Allerdings, es lohnt sich, insbesondere seit dem 12. Dezember, da mal genauer hinzugucken, beziehungsweise, dass ihr da einfach mal häufiger draufklickt, denn da hat sich eine Menge getan. Und was sich da getan hat, komme ich gleich zu, jetzt aber der Reihe nach. Also grundsätzlich ist es so, seit der ersten Version von Lightroom gibt es tatsächlich hier diese Möglichkeit, Bilder automatisch entwickeln zu lassen, sodass Lightroom schon mal grundlegende Anpassungen vornimmt. Und ich habe dazu mal eine Aufnahme rausgesucht, hier eine Straßenszene, die habe ich in Tallinn vor einer ganzen Reihe von Jahren fotografiert. Und wir sehen, dass die Aufnahme, na, ich sag mal nicht überbelichtet ist, aber doch extrem hell belichtet ist. Und wenn ich jetzt mal hier auf den Lichterbereich gehe, sehen wir in den roten Bereichen hier in dem Bild, ich klicke das mal an, sehen wir hier in den roten Bereichen in dem Bild, dass also da einiges an Überbelichtung drin ist. Und vor allen Dingen sehen wir auch, das ist natürlich jetzt die Aufnahme genauso, wie sie aus der Kamera kommt. Die Aufnahme ist als RAW, das ist jetzt natürlich eine RAW-Datei, dass die erstmal relativ flau ist. Und das ist natürlich ein Phänomen, was wir alle kennen. Und ich weiß auch, dass sehr viele, auch aus dem Grunde, weil sie keine Lust haben, ihre Fotos schon erstmal alle zu entwickeln, bevor sie irgendwelche andere Dinge damit machen, sie vielleicht schon mal im Familienkreis herzeigen oder irgendwas anderes oder vielleicht fürs Web schon mal benutzen wollen, ergänzend JPEGs fotografieren. Und wenn ihr automatisch entwickeln nehmt, das hier abgekürzt ist mit Autompunkt, also automatische Entwicklung nehmt, könnt ihr eigentlich nach meiner Einschätzung auf diese ganze JPEG-Kiste verzichten und ihr habt wesentlich weniger Daten, mit denen ihr später umgehen müsst. Und ich sagte ja gerade 12. Dezember 2017, je nachdem wann ihr das guckt, also vor wenigen Tagen aus Sicht der Veröffentlichung des heutigen Tutorials, da hat sich wirklich eine Menge getan. Und als wenn ich es gewusst hätte, ich habe tatsächlich das Thema jetzt für den Samstag vorgesehen und kurz davor kam jetzt Lightroom mit einer erweiterten oder mit einer neueren Variante der automatischen Entwicklung. Und deswegen habe ich noch eine Aufnahme retten können, die ich gemacht habe, bevor ich das Adobe Lightroom CC-Abo hier gemacht habe. Denn ich gehe mal davon aus, dass ein Lightroom 16.13 der aktuellen Version für die Standalone-Version, also die Kaufversion, die jetzt zum Jahresende ausläuft, dass es wahrscheinlich da kein Update gibt. So, aber jetzt genug der Vorrede. Ich zeige euch mal, was sich da getan hat. Also das ist jetzt, wie gesagt, die Aufnahme, wie sie aus der Kamera kommt. Und das ist die Aufnahme automatisch entwickelt mit den Einstellungen, wie sie bisher in Lightroom angewendet wurden. Aber ihr seht auch da, ich vergleiche, stelle mal die beiden Aufnahmen nebeneinander. C mit Compare, machen noch die Tabulator-Taste, damit ich die beiden Bilder jetzt vollflächig groß habe. Und ihr seht links die Aufnahme, so wie sie aus der Kamera kommt. Und rechts die Aufnahme, wie sie Lightroom automatisch entwickelt hat. Und da hat sich natürlich eine Menge getan. Und ihr seht vor allen Dingen, die Farben sind kräftiger, das Flaue ist raus. Und was ist da passiert? Nehme das C auch nochmal raus, gehe wieder auf Entwickeln. Und Lightroom, ja, gehen wir hier auch mal auf die richtige Aufnahme. Und Lightroom hat im Bereich der Tonwerte hier von Belichtung bis Schwarz, in dem Fall mit Ausnahme von Weiß, alle Regler angefasst. Also da steckt eine gewisse Logik dahinter oder ein gewisser Algorithmus auf der Basis von vielen Fotos, die Adobe ausgewertet hat, wie man denn anhand der vorgefundenen Tonwerte Anpassungen vornehmen sollte. Und insbesondere, wenn wir das nochmal vergleichen, schaut hier mal oben auf das Histogramm. Ihr seht,
dass auf jeden Fall das gesamte Histogramm nach links rückt. Und damit auch vor allen Dingen gespreizt wird und dass wir also auch einen größeren Tonwertbereich haben, in dem wir dann arbeiten können. Eigentlich hatte ich jetzt in dem Tutorial vorgesehen, jetzt müsst ihr gerade bei der Aufnahme doch noch ein paar Anpassungen machen, denn wir haben immer noch Überbelichtung. Wie gesagt, ich klicke hier nochmal auf die Überbelichtungs- oder Lichterbeschneidungswarnung, klicke ich nochmal drauf und ihr seht, obwohl die automatische Anpassung schon was gemacht hat, sind immer noch Überbelichtungen drin. So, und jetzt komme ich zu der aktuellen Version der automatischen Belichtung, die Lightroom jetzt vornimmt. Und da gibt es nochmal einen erheblichen Unterschied. Und falls ihr meine Lumina-Videos seht, dann habt ihr in einem der ersten Videos habt ihr gesehen, dass ich ein totaler Fan von dem Accent AI-Filter bin. Also der Ähnliches tut, aber eigentlich noch besser, weil er nämlich nicht nur die Tonwerte anfasst, sondern auch im Bereich Kontrast, Sättigung und Dynamik arbeitet. Und oh Wunder, Lightroom macht jetzt genau, na, ich will nicht sagen das Gleiche, aber macht etwas Ähnliches. Hat Adobe auf seiner Webseite auch geschrieben, nur für die, die es interessiert. Ich mache euch das mal auf hier in dem Adobe Lightroom Journal, posted on December 12th, also vor wenigen Tagen, dass man auch jetzt hier eine Technologie hat, die auf Basis künstlicher Intelligenz die Aufnahmen weitergehend auswertet, als das bisher der Fall war und demzufolge eine noch bessere automatische Bildanpassung macht. Und stimmt, das passiert. Und ich nehme jetzt mal die nächste Aufnahme. Ich habe die hier schon auch schon mal fertig entwickelt, in Anführungsstrichen. Also ich habe schon mal hier auf automatisch geklickt, damit wir hier diese Reihe schön haben. Von ganz am Anfang unentwickelt, hier unten links, dann zu, also beziehungsweise von der Aufnahme, der Originalaufnahme, dann zu der automatischen Entwicklung in der alten Version. Und jetzt komme ich mal zu der aktuellen Version, in der Version vom 12. Dezember. Und ihr seht, da passiert nochmal eine ganze Menge. Und vor allen Dingen, ich gehe nochmal zurück auf die Version, die wir bisher hatten. Schaut auch hier nochmal auf das Histogramm und ich klicke jetzt nochmal auf die aktuelle Version und ihr seht, die ganzen Überbelichtungen sind raus. Also Lightroom schafft es jetzt, komplett Überbelichtungen, sofern sie denn noch rausgerechnet werden können. Wenn ihr natürlich eine hoffnungslos überbelichtete Aufnahme von 3, 4, 5 Lichtwerten habt, muss natürlich Lightroom an der Stelle auch aussteigen. Aber das heißt, die Aufnahme ist im Grunde nicht extrem überbelichtet. Sie ist in dem Fall nur zu hell belichtet, was ich ja grundsätzlich mache, also eine ganz bewusste Überbelichtung, wo man dann durchaus ein bisschen auch in den Bereich der vermeintlichen Überbelichtung gehen kann. Und wir sehen, dass es Lightroom schafft, komplett das Histogramm auszufüllen und die Aufnahme komplett von den Tonwerten in den darstellbaren Bereich zu holen. Und dementsprechend sieht die Aufnahme nochmal anders aus. Die Farben sind noch gesättigter. Wir haben keine Überbelichtung mehr. Wir hatten eben noch schon keine und jetzt haben wir auch hier keine Unterbelichtung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Aufnahme so gut wie fertig. Ich musste eigentlich fast nichts mehr dran machen. Das Einzige, was man jetzt vielleicht noch machen könnte, wäre ein bisschen am Kontrast arbeiten. Und was jetzt Lightroom nicht tut an der Stelle, denn da geht es wirklich an die Tonwerte, an die Klarheit, also damit an die Mittenkontraste und auch ein bisschen an die Dynamik und an die Sättigung. Wo Lightroom nicht hingeht, das ist hier das Schärfen. Das steht weiter auf den Standardeinstellungen. Aber das wäre dann auch fast alles bei der Aufnahme, was man machen muss. Also ich wüsste nicht, was ich hier noch tun sollte. Das heißt, meine Empfehlung geht auf jeden Fall mal häufiger auf das automatische Entwickeln und schaut mal, was Lightroom da für euch tun kann. Und damit ihr so eine Idee kriegt, was da wirklich noch möglich ist, zeige ich euch jetzt nochmal zwei Aufnahmen, weil das ist jetzt eine Straßenszene und auch gerade für die Landschaftsfotografen unter euch möchte ich euch nochmal zeigen, was Lightroom da auch noch rausholen kann. Also das ist jetzt die Aufnahme unbearbeitet, genauso wie sie aus der Kamera kommt. Das ist jetzt eine Aufnahme, die habe ich vor 2 Jahren in Österreich gemacht, in den Alpen. Unschwer zu erkennen, Alpen. Und ich klicke jetzt mal auf automatisch entwickeln. Und zack, ich mache nochmal erstmal eine virtuelle Kopie. Seht ihr, das habe ich vergessen. Gehe nochmal hier, nehme nochmal hier bei der Originalaufnahme, nehme ich nochmal die ganzen Einstellungen raus. Da gehen damit natürlich auch die Objektivkorrekturen flöten. Dann lassen wir die, tue ich die mal wieder rein, damit wir jetzt was Vergleichbares haben. Also, das ist jetzt links die Aufnahme ohne automatische Bildentwicklung von Lightroom. Und das hier rechts ist die Aufnahme mit automatischer Entwicklung. Da passiert richtig viel. Und wenn, auch wenn wir die beiden Aufnahmen mal gegeneinander stellen, ich markiere die mal beide, mache wieder C für Compare, um die zu vergleichen. Links die Aufnahme RAW, so wie aus der Kamera kam, und rechts die Aufnahme, so wie sie jetzt mit der automatischen Ein-Klick-Bildentwicklung in Lightroom funktioniert. Und da würde ich sagen, das ist ein ganz erheblicher Gewinn. Das Einzige, was ich hier jetzt noch tun würde, ich würde hier im Bereich
Präsenz noch ein bisschen was machen. Ich würde hier, weil Lightroom jetzt die Klarheit nicht angehoben hat, würde die Klarheit hier noch ein bisschen anheben, um, ihr seht das, hier, um hier noch das Ganze noch ein bisschen knackiger zu machen. Und ich würde hier auch die Dynamik noch ein bisschen anheben, denn ihr könnt das sehen, hier scheint die Sonne noch so ein bisschen drauf. Das heißt, von rechts kommt die Sonne so ein bisschen in die Szene, scheint hier drauf, damit ich hier so diese grünen Tannen hier auch noch ein bisschen kräftiger kriege. Das ist jetzt schon zu viel an Sättigung. So, das wäre jetzt im Prinzip für die Aufnahme, für mich, für die Aufnahme, wie sie eigentlich weitestgehend fertig entwickelt ist. Brauche ich nicht mehr viel tun. Da nochmal der Vorher-Nachher-Vergleich. Links die Aufnahme aus der Kamera und rechts meine Einklickentwicklung plus zwei Reglern, noch ein bisschen Klarheit, noch ein bisschen Dynamik. Na okay, drei Regler, also bei den drei Reglern mit Präsenz und schon ist die Aufnahme fertig. Und das hat jetzt, wenn ich das netto mal mache, einmal auf automatisch klicken, die drei Regler da unten noch ein bisschen hin und her bewegen, 5 bis 10 Sekunden, bin ich im Prinzip in etwa 10 Sekunden, ist meine Aufnahme nahezu fertig entwickelt. Okay, Schärfen fehlt noch. Also meine Empfehlung für alle die von euch, die bisher noch nie mit der automatischen Entwicklung gearbeitet haben, benutzt die. Und was ihr auf jeden Fall auch machen könnt, ihr könnt beispielsweise, könnt euch diese Einstellungen, die jetzt hier entstanden sind, könnt ihr auch euch in einer, na, da jetzt nicht, sondern hier auf der rechten Seite, ihr könnt euch natürlich solche Einstellungen auch als Importvorlage erstellen und zukünftig auf alle eure Aufnahmen anwenden lassen. Also auch nur das automatische Entwickeln könnt ihr als Importvorlage erstellen. Ich zeige euch das mal. Ich gehe mal hier auf Vorgaben. Das hätte ich jetzt nicht aufklicken brauchen, das Plus da oben reicht. Ich klicke mal hier auf Plus und ihr seht hier, automatische Einstellung. Ihr könnt also den Automatismus, den Lightroom hier jetzt von mir benutzerdefiniert durch das Klicken darauf erstellt hat, könnt ihr automatisch von Lightroom erstellen lassen. Und damit habt ihr im Prinzip schon gleich eine sehr schön vorentwickelte Aufnahme, die knackiger ist, die ein bisschen präsenter ist, die ein bisschen farbgesättigt ist und die eigentlich schon richtig gut aussieht. Und ich würde sagen, die ist durchaus vergleichbar einem JPEG aus der Kamera. Nur, dass wir hier schon gleich das Original, die Original RAW-Aufnahme haben. Und meine Empfehlung, falls ihr wirklich immer noch JPEGs fotografiert, mit der automatischen Entwicklung und vielleicht der einen oder anderen ergänzenden Anpassung von eurer Seite, könnt ihr in Zukunft auf die JPEGs komplett verzichten. Und ihr habt sofort schon mal richtig gut vorentwickelte Bilder, an denen ihr unter Umständen gar nichts oder vielleicht nur noch ganz wenig machen müsst. Und ihr spart unglaublich viel Zeit bei der Entwicklung eurer Fotos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert RAW.TV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.